Ja, hallöchen, ihr kleinen süßen Schwerkriminellen und willkommen zu It's Only Money, ein, oh, wie soll man sagen, ein, ich beschaffe mir auf illegale Art und Weise oder ich bin ein krimineller Simulator. Hier erwartet uns ein Open-World-Spiel, in dem wir, ja, bankrott am Anfang sind und irgendwie versuchen wollen, an Geld zu kommen. Natürlich auf die schnellste Art und Weise, das illegal. Mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, das Spiel gibt es komplett auf Englisch. Aktuell erst einmal. Das ist erstmal die Demo-Fassung. Die Originalfassung, die Vollversion, die gibt es schon für 16 Euro. Ich wollte trotz alledem mal mit euch gemeinsam hier so ein bisschen reinschippern, mal schauen. Allein, dass ihr gucken könnt, wäre es ein Spiel für euch. Und ich, dass ich vielleicht sage, ey, ganz ehrlich, in meinem Programm würde ich es gerne für 2, 3 Folgen mit reinnehmen. Und dann kaufe ich mir auch gerne die Vollversion. Ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los. Wie gesagt, Full Game könnt ihr währenddessen runterladen. Wir starten aber erst einmal die Demo. So, da sind wir auch schon. Und ich habe mir schon fast gedacht, wir dürfen und können unseren eigenen Charakter erstellen. Aktuell mal gucken. Ah, krass. Okay, mit Controller funktioniert das Ganze auch. Nicht schlecht. Wie gesagt, vielleicht ist es auch für die Xbox schon draußen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich werde mich da jetzt mal im Nachhinein im Off mal informieren. Ansonsten werde ich es in die Videobeschreibung einfach mal verlinken. So, wo fangen wir an? Body. Maskulin oder eher feminin? Maskulin doch ganz gerne. Ich weiß gar nicht, wer von euch spielt trotz all dem, obwohl er vielleicht ein Männlein ist, doch eher gerne ein Weiblein. Das hat man ja zum Beispiel bei GTA öfters gehabt. Ich bin immer Männlein. Immer. So, Gesichter, wie gesagt, ist eine Demo-Fassung, wir wissen noch nicht, wie das Ganze hier ausschaut im Endeffekt. Eher maskulin. So, Hautfarbe. Ich mach mal die Maus hier weg. So, okay. Warte mal, Gesicht hatten wir jetzt ausgewählt, ja? Ah, hier. So, wir nehmen mal das hier. Hautfarbe, ja, kann ruhig ein bisschen blasser sein. Haare, wie gesagt, kann sich natürlich jetzt bei der Vollversion noch von der Menge ändern, aber das ist schon mal ganz cool. Hair Color machen wir mal Orange. Gut, das war es eigentlich auch schon gewesen. Okay, Walk mit dem Linkstick, wir können uns hier, ah, cool. Crouch, also ducken, Sprint, okay, und Jump. Okay, gut. Wie sollen die Klamotten ändern? Okay, hier sind wir anscheinend schon ein gemachter Mann, wie es mir ausschaut. Change Outfit, was haben wir denn hier? Was ist das? Ja, das sieht süß aus. Ja, du, why not? Willkommen im Jahr 2024. Get a snack. Küche ist bestimmt hier unten. Ach, guck mal, jetzt zeigt uns sogar den Weg. Also ich denke mal, wir fangen hier wirklich jetzt so als reicher Schnösel an und dann landen wir ganz tief und nach unten. Okay. Choose item. Ah, okay. Full Hunger Bar. Okay. Was ist das? Gut, ich habe jetzt eigentlich alles gegeben. Ach so, turn off the TV. Ach, das. Ach du Falter, ey, das ist ja riesig. Ach, das ist aber auch geil. Warte mal, jetzt kurz. Accept all. Tatsächlich, das ist ja geil gemacht. Das habe ich schon bei manchen Spielen gesehen. Also ich denke mal auch, da sind auch Elemente dabei, damit ihr euch halt wirklich hier mit eurem Freund euch irgendwie treffen könnt und dann gemeinsam Fernsehen gucken könnt. Ist auch nicht schlecht, oder? Gut, dann könnt ihr jetzt hier anmachen. Ist es wirklich nicht YouTube, oder? Ach, es ist wirklich nicht YouTube so an sich. Das ist jetzt wirklich im Spiel jetzt. Da könnt ihr YouTube aktivieren. So, warte mal. War es close gewesen?
Guck mal, dann läuft das dann hier. Ist doch geil, oder? Warte einen Augenblick, gleich müsste es, glaube ich, losgehen. Momentum Marteco. Da! Ah, nee, die nächste Werbung. Okay, gut. Wir gucken gleich mal vorbei. Ah, mit Kamin. Rechner. Es zeigt schon so ein bisschen auf, in welche Richtung es später für euch gehen könnte. Dann könnt ihr euch jetzt hier quasi im Endeffekt das hier so ein bisschen gemütlich später machen. Wie gesagt, ich denke mal, wirklich später mit eurem Freund könnt ihr euch dann hier einfach mal hinfläzen und gemeinsam dann hier gucken. Kann man sich einfach hinstellen und gemeinsam gucken und dann quatschen. Weil vielleicht über Headset oder so geht das alles halt so ein bisschen. Warte mal. Ich will mal kurz das überspringen hier. Ich will euch ja zeigen, dass es wirklich funktioniert. Seid mir gegrüßt. Ich bin der Herr. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen versetzt, aber egal. Von Europa in meinem wunderbaren kleinen Mädchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich aus meinem Lager rausgekramt habe. Richtig 10, 32, 3. Aber schon süß, oder? Ist schon geil. So, machen wir jetzt aber aus. Vor 3,5. Bei Gardinen können wir auch zumachen, wa? Cool. Okay. Leave your apartment. Okay, wo gehen wir hin? Wir werden da bestimmt schon richtig krasse Schlitten haben. Und dann kommt der Breakle Mentor oder Mental Break. Der. Wer bist du denn? Tina. Oh, hey. There's a bunch of protesting going out in the city. Aha. Something about a law passing, I don't know. Ei, alles klar. Ach, die Garage, ich sag euch. So, phone booth. Take the call. Hä? Wer bist du denn? Ist das Gronkh oder was? Warum steht der hier einfach so? Hat er sein Telefon an seinen Körper geschnallt und muss damit sich jetzt immer bewegen? Okay. Someone will be here from the garage. Ist hier oder was? Achso, na gut, so reich sind wir anscheinend doch nicht. Da. Interact, drive. Okay. Exit the garage. Okay. Wir können Radio ausschalten. Im Übrigen für. Für alle Streamer, das ist streamerfreundlich. Da wisst ihr schon, in welche Richtung es später wahrscheinlich gehen wird. Also, es ist gerade aktuell wirklich sehr beliebt und wirklich sehr positiv auch gerankt von euch oder von den ganzen Usern, die es aktuell spielen. Vielleicht versüßt euch halt so ein bisschen die Zeit auf GTA. Ich find's aber auch gar nicht mal schlecht, ey. Was wir aber machen können, wir können mal die Audio ein bisschen höher machen. Die Musik kann man ein bisschen leiser. Dieses Ruhr hat mich ein bisschen genervt. Hoppala. Drifting! Wo muss ich jetzt lang eigentlich? Gehen ja auch die Wagen hier kaputt. Warte mal. Oh, tatsächlich, ja. Ist nicht dolle, aber sie gehen ein bisschen kaputt. Oh, was ist los? Ja, so bin ich gefahren. Alter, what the fuck? Alter, wie ich gerade... Gut. Set a waypoint on a workplace. Okay, dann holen wir unser Phone. Und scrollen können wir. Ach, hiermit. Alter. Schatz, aber riesig. Aber auch schön gemacht. Warte mal gucken. Kann ich hier rauszoomen? Ah, ist schon das Maximum. Okay. Ganz kurz mal. Wir gucken uns mal die Karte an. Okay. Hier ist so ein bisschen der Flugplatz. Und hier ist die Stadt. Wo geht's nach links? Hier nach rechts, da ist nämlich noch eine Brücke. Und da würde es vielleicht tendenziell irgendwann mal weitergehen. Vielleicht, aber es sieht nicht besiedelt aus. Workplace, da ist die Arbeit.
Fragezeichen, Fragezeichen. Oh, da gibt es wahrscheinlich jede Menge zu entdecken. Herr Jemini, wo ist meine Arbeit? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Set a weight on workplace. All locations. Ja, da muss ich ja eigentlich hin, wa? Ah, Track. Okay. Talk to the Don't Troder Man. Don't Troder Man. Okay, wir gehen einfach mal hier lang. Schlagen können wir auf, wir können blocken. Ei, ei, look at here, look what, was, wisst ihr? Können wir kämpfen üben? Ah, ah! Okay, gut. Den können wir nicht angreifen. Aber ist eine knuffige Grafik, muss ich echt mal sagen. Ah. Hallöle! Kann ich schon einkaufen gehen? Kann ich die auch verprügeln? Ich will die verprügeln. Okay. Oh, warte mal. Oh. Was ist das denn? Haben wir sogar Spezialattacken oder was? Gut. What a sight, you never seen Rockhaven protest like this ever. Okay. The whole law they're calling at major pass today. I don't have a job. We get thrown down a hole. Sadly, what has it all come to? Hey, kid, if you got a spare dollar or two, I could really use something to eat. Buy or savage a foot bug. Was ist das? Okay. Sollen wir das was kaufen oder was? Hallöle! Wo? Okay. Und nun? Achso. So, mein Freund, hier. Oh, thank you, kid. Okay, wo sind wir jetzt hin? Head down to the alley whale. Oh nein, jetzt habe ich 10 Dollar ausgegeben. Scheiße! Wollte ich gar nicht. Talk to the construction worker. Wo denn? Was ist das? Eine Schnecke. Take. Okay. Grab a sledgehammer. Okay, wir sollen uns irgendwie ein Werkzeug hier nehmen. Okay. Ah! Weg da! Ich dürfte! Jetzt soll ich das wieder bauen? Was soll ich jetzt machen? Make a way to work. Okay. I'm so sorry. Genau, jemand hier schlagen war. Oh, warte mal. Okay, gut, der macht eh nichts. Oh, schade, wir können uns den Rasenmäher nicht nehmen. Oi! Bäh? Lockdown? Okay, anscheinend ist uns die Arbeit sehr wichtig. Weg da! Vorsicht! Ah! Ah! Vorsicht! Junge Frau, Vorsicht! Ah! Alles gut, alles gut! Vorsicht! Ah! Warte, die Musik lang.
Oh, wo fällt denn lang? Schon wieder zu viel gesoffen. Vorsicht! Frau mit Rollstuhl! Wo muss ich denn lang? Ich fahr jetzt einfach da lang. Wie lieben das Loch. Was passiert jetzt? Kann ich nicht mehr bremsen oder was? Okay. Gut. Passt schon irgendwie. Wo muss ich denn lang? Oh. Der will hier irgendjemand vermöbeln. Kann ich gar nicht. Oh, Trash. Trash ist immer gut. Denn Trash ist Cash. Oh, ich kann sogar Doppelspruch machen. Okay. Why not? Wo muss ich jetzt lang eigentlich? Ach, wir sind schon da. Was willst du? Ja, es ist in Ordnung, Spack, so. Tear down the Poster. Welche Poster? Achso, erstmal hier nicht. Poster. Oh, das ist ja eine sehr schwer beschäftigte Arbeit. Was ist da los? Die Hölle oder was? Dafür hast du dich beeilt? Ach, die Karte hat er vergessen. Na toll. Nee. Nein. Ach, Scheiße. Wie unauffällig willst du sein? Ja. Okay. Wie lustig gemacht. Okay. Wer bist du? Mein Chef oder? Oh Gott, das sieht ja traurig aus. Okay. Enter the factory. Wo? Es brennt aber dort. Hauptsache arbeiten, wa? Oh, Pausenraum? Okay. Was machen wir denn hier? Machen wir hier Schokorie? Was machen wir hier eigentlich? Ich hab gar keinen Plan. Das sieht aber aus wie so ein Chef, den kann man nur lieb haben, wa? Mit seinem Monokel hier, seinen Schmuck, seiner Edelmedaille hier. Goldkettchen. Enjoy your life. Okay. Gut. Knockout the MOVR. Was? Warum soll ich ihn ausknocken?
wo will er denn hin? Ja, du, lass mich doch mal schlagen! Ach, da ist der Nächste! Ja! Ich glaub einfach den hier. Der hat einfach nur seine Masken auf, das ist ja auch creepy. Attack! Oh! Okay, warte. Jetzt kann ich. Ich dreh dich immer weg! Die verprügeln mich ja voll! Was ist das? Eine Umarmungsschelle? Was habe ich denn überhaupt gemacht? Ich komme jetzt ins Gefängnis oder was? Oh Mann! Brokey Mokey, sag ich nur. Mois, sein Vater. Okay. Why not? Das ist so hole. Oh. Ah, der Wohlstand ist vorbei. Okay. Ist sogar ein richtiges Königreich hier, oder was? Was macht der da hinten? Achso, okay. Ich würde sagen, so wächst die Steckdose auch immer. Mit Strom dran. Warum wurden wir jetzt festgenommen? Ich verstehe dich.
haben wir jetzt gemacht. So, ja, okay, wir sollen jetzt einen Job finden. Anscheinend sind wir jetzt bei irgendeiner Gemeinschaft. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum wir jetzt festgenommen worden sind oder in das Loch gesperrt worden sind. The Carjacker, Carjacker Moving Vehicles. Och, das klingt nett. So, wir haben jetzt 15 Minuten Zeit für diese Demo. Ah, was? Die sind ja auch hier, ich dachte... Was ist denn mit dir nicht richtig? So. Carjacker. Ach, wir sind wieder oben, oder was? Ah, okay. Und unsere Lochgemeinschaft quasi, die ist jetzt, jeder macht quasi so seinen Job jetzt gerade aktuell. Okay. Und wir sollen jetzt Wagen klauen. Okay. Warte mal, hier zum Beispiel. Können wir jetzt einfach so nehmen? Ah. Wie? Wohin jetzt damit? Okay, irgendwas verfolgt. Oh, was ist das denn? Aber wo muss ich jetzt damit hin? Ich verstehe jetzt aber noch nicht ganz so, wo ich hin muss damit. Entschuldigung. Ja, wo ist die Wagen jetzt hin? Ach, warte mal, ich soll wahrscheinlich ein bewegendes Auto soll ich nehmen. Okay, gut, können wir ja machen. Hier zum Beispiel. Okay, der wollte für dich warten. Ey, wie gesagt, also ich denke mal, in nächster Zeit wird es sowieso eine Übersetzung geben. Englisch natürlich alles sich so ist ein bisschen schwieriger. Also wie ich es jetzt zum Beispiel sehe, wir können das auch probieren. Okay. Und jetzt? Oh, ich werde verfolgt. Ja, hi. So. Jetzt könnte ich mir. Oh, rein theoretisch gesehen einen neuen Job hier holen. Ah, so Shopper, buy any piece of clothing. Achso, warte mal hier. Okay, drei Menschen soll ich K.O. schlagen. Oh, die fünf war auch schnell.
Bisschen Schwung holen. Also ich denke mal, mit Überfahren zählt das auch, oder? Achso, da soll ich die... Ah ne, ich muss die wahrscheinlich wirklich ausknocken, wa? Okay, komm her. Die können aber alle schlagen hier. Die Items soll ich nehmen, okay. Ja, das sind jetzt hier unsere Aufgaben. Okay. Ja, die sind alle K.O., die sind nicht tot. Was für er denn? Hey, bin gerade beschäftigt. Oh. Ich bin tot. Nee. Jetzt bin ich tot. M-Hunted. Okay. Okay, Freunde. Ich werde immer noch verfolgt. Du. Ah. Also, Freunde, jetzt mal Tacheles. Wir haben sowieso nur 8 Minuten, ist die Demo sowieso vorbei. Wir haben jetzt, also scheint wirklich die Möglichkeit, wir sind jetzt hier halt einfach im Loch. Wir sind eine Organisation. Wir müssen zusammen Hand in Hand arbeiten. Und dann können wir uns halt hier verschiedenste kriminelle Aufträge nehmen. Ob es zum Beispiel The Criminal ist, Earn 200 Bounty bei Breaking the Law, Steal Apples von Sweet Trees oder Pickpocket 3 Items from People in Rock Haven. Das heißt, wir können jetzt hier lang gehen. Zum Beispiel, die sieht es ja jetzt hier gerade nicht. Oh, jetzt sieht es. Nein, hallo! Oh Gott, jetzt geht's zur Polizei. Warum hat die sich aber auch bewegt? Guck mal, die können wir hier nehmen. So. Perfekt. Siehst du, guck. Habe ich es nicht genommen? Achso, jetzt habe ich es. Und so geht es dann quasi gefühlt weiter. Ist aber auch wirklich ein bisschen schräg drauf, ey. Oh, okay, ich geh mal lieber. Ah, ich hab's gleich. Was ist denn mit der nicht richtig hier? So, was haben wir denn jetzt wenigstens los? Ja, also darum geht's ja eigentlich. Man muss halt gucken, wie es so läuft. Ich sag auch mal so, wir haben ja auch wirklich jetzt nur die Demo-Fassung. Das kann natürlich hier... Ah, verdammt! Die sind aber auch mal gleich stinkig. Die sind alle grundaggressiv hier. Oder wurden überfahren. Ha? Ach, verdammt! Ah, komm, den... Ich will wenigstens die... Achso, wir haben... Okay. Oh, guck mal, der hat bestimmt richtig viel. Der sieht auch richtig gut gelaunt aus. Verdammt, ach Mann, ey! Was ich stecke auch... Keine Ahnung, was ich stecken sollen. Ich will jetzt hier mal so eine... Okay. 2 von 3. Komm, eine kriegen wir noch hin. Wo ist denn eigentlich unser Geld, was wir aktuell haben? Achso. Old Wallet. Achso, ein altes... Ach, guck mal, 1000 Dollar haben wir. Also macht es einen Unterschied, wenn wir je länger die beobachten? Ah, verdammt.
Ja, du, also, ich weiß gar nichts. Also, so als Demo-Fassung kann man es halt nicht so richtig bewerten. Ich glaube, hier ist einfach nur pures Chaos. Das steht schon mal fest. Oh, verdammt. Puh, das ist doch knapp gewesen. So, die kriegen wir hier noch. So, schön. Dafür haben wir jetzt $500 bekommen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber Freunde, das war's gewesen. Das war's von It's Only Money. Also quasi eigentlich gut gesagt, es ist doch nur Geld. Aber Geld ist im Endeffekt doch irgendwie das Wichtigste. Haut drin. In diesem Sinne, macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.